Ja, das ist ganz einfach gewesen. Das ging durch Frau Strelo, die Fotografin. Und Frau Strelo und mein Mann waren beide Pommern, stammten beide aus Neustettin, beziehungsweise mein Mann aus Tempelburg, das war Kreis Neustettin, und Frau Strelo wohnt in Neustettin. Und so ist das zustande gekommen. Und da mein Mann bei Hein Lehmann gearbeitet hat und Aufnahmen notwendig waren, ist es über Frau Strelo gegangen. Ja, das war ganz einfach. Mein Mann wollte ein Haus bauen, hat einen Zirkel genommen, hat 15 Kilometer ein und ist so rumgegangen. Und da war ein Grundstück zu haben. So ist es ganz einfach gewesen. Und dann war das eben, er hatte sein Büro in der Scheibenstraße und das war ein ewiges Kampf um Platz. Und dann hat er das Büro hier gemacht. Und da sind auch seine Mandanten viel lieber gekommen. Hier brauchten sie nur auf den Parkplatz und da war der Fall erledigt. Und nicht ewig suchen. Möglichst weit, möglichst Blick nach draußen. Ja. Und dann eine Bücherwand, weil wir ja sehr viele Bücher hatten. Er wollte erst mal hier eine Trennwand machen. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und hat er auch gesagt, stimmt auch, lassen wir den Raum, wie er ist. Und so ist es dann auch geblieben. Damals war das ja auch normal. Man hat immer so weit gebaut, soweit man Geld hatte. Dann ging es wieder ein Stückchen weiter. Und eine Hypothek und so weiter, das hat man erst später gemacht. Die Wohnräume sind zuerst entstanden. Und hier war eine Terrasse. Und da wurden dann die Fenster später eingesetzt. Und das haben wir dann dran gemacht. Das war von vornherein offen. Und da das Wetter ja immer am Abend, wir haben da draußen gegessen, da war es dann immer kühl und so weiter, dann hat man zugemacht. So ist es ganz einfach entstanden. Ja, das war von der Stadt, das war, hieß damals noch Grüten. Es war eine Auflage, anderthalbgeschossig zu bauen. Und da haben wir dann auch Zeichnungen und so weiter sind eingereicht worden, eineinhalbgeschossig. Und dann war man in der Gemeinde zufrieden. Und dass das nie passiert ist, naja, Sie wissen ja, wie es oft geht. Und später hat man sich auch nicht mehr drum gekümmert, man hat uns in Ruhe gelassen. Ich glaube schon. Da hat ja dann auch sein Bruder viel mitgemischt, der Egon Schneider. Er wollte wie sein Bruder Namen kriegen. War ein gewisser Ehrgeiz vorhanden. Und er hat auch eine sehr nette Frau gehabt. Ja, die sind zusammengekommen. Und die Frau vom Egon hat immer wieder versucht, die beiden zusammenzukriegen. Miteinander. Es war eine gewisse Rivalität. Normal. Ja, das stimmte ja auch. Wir hatten so ein Buffet und so, was man so eben hatte. Nicht? Ja, wir mussten ja auch Geld sparen und haben das gemacht. Und das ist ganz gut gegangen. Ja, die Heizung ist im Fußboden und in der Decke. Erst haben wir gesagt, ja, wird es denn auch dann warm? Und dann waren wir natürlich froh, dass Heizkörperweg fielen. Und das ist, der Unterschied ist eben der, wenn Sie die Heizung anmachen, dann dauert es vielleicht einen Tag, bis richtig gewärmt ist. Und wenn Sie die Heizung ausmachen, dann hält das noch einen Tag mindestens an. Das ist, kann man sagen, ist ein Nachteil, ist aber im Grunde gar keiner. Wir haben nie gefroren, wir haben es immer warm gehabt. Und der Verbrauch an Öl, der war auch nicht so groß, der war eher geringer. Ja, weil da, wie hieß es, die Fenster gingen bis zum Boden und ein Dach haben sie nicht und so weiter. Es war außer der Reihe und da hat man sich im Dorf aufgeregt. Naja, das ist normal. Ganz besonders ist mir das eigentlich erst bewusst geworden,
als ich zur Schule ging, im Wuppertal, zur Waldorfschule, weil ich vorher hier im Dorf, dadurch, dass wir in dieser Gletscherspalten wohnten, wir gehörten nicht zum Dorf. Wir waren irgendwie Exoten, auch wir Kinder waren Exoten. Das fing also damit an, meine Mutter hatte nie Kleider an, sondern immer nur Jeans aus Amerika und wir liefen auch mit Jeans aus Amerika rum und deshalb waren wir out. Mit Beginn der Schulzeit ist mir schon sehr deutlich bewusst geworden, dass wir in so einem völlig anderen Haus wohnen, weil die anderen Häuser, die es hier so in der Straße gab, beispielsweise das Haus von Familie Kuchenbecker, die diese Pucki-Firma hatten, die Kinderfahrzeuge, das war ja auch ganz anders und dann hat man das schon so bis vorher so ein bisschen unbewusst wahrgenommen, das ist eine andere Raumgestaltung, ein Haus mit Spitzdach, also das hat man schon wahrgenommen. Es hat sich so ergeben und wir haben es auch nicht nötig gefunden, da weiß Gott drum. Wir haben dann dieses Ding zugemacht, damit man am Abend auch da sitzen kann. Ja, das war eigentlich alles. Ich habe mich immer wohlgefühlt, ich habe immer Hunde gehabt und das war für mich sehr wichtig. Ja, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter hat man hier richtig unterscheiden können. Und ja, dann waren meine Eichhörnchen, die sind die Birke hoch und runter. Und so weiter. Und dann habe ich auch Krähen gehabt und ich habe ja gesagt Raben. Und die haben gedrängt, ich musste die füttern, die sind sonst frech geworden. Also insofern muss ich schon sagen, dass ich dieses Haus genossen habe. Ja, es war halt ein Paradies, weil wir immer Hunde hatten und die hatten natürlich genug Möglichkeiten, hier auch zu spielen. Und insofern hat dieses Haus also wirklich schon einen sehr positiven Nachhalt bei mir hinterlassen.